Frank Morjena bekam als erstes einen Intensivsprachkurs verpasst. Sein Schwedisch konnte er aber auch sehr gut beim Fika trainieren. So nennen die Skandinavier ihre Kaffeepause. Fika gibt es mindestens zweimal am Tag und sie kann bis zu 45 Minuten dauern, gerne auch mit ein bisschen Gebäck. Anfangs musste sich Frank Morjena daran erst einmal gewöhnen. Ein kleiner Plausch anstatt schnell, schnell und Hektik. Und hier sitzen Ärzte und Schwestern auch noch gemeinsam beisammen. In Deutschland hatte ich mehr erlebt, dass eine sehr starke Hierarchie war, dass immer alles von oben kam und man einfach nur machen muss. Hier ist das platte Hierarchie, sagt man immer. Also wir sind ein Team. So muss es auch sein, damit jeder halt das kann, was er am besten kann und nicht irgendwas von oben kommt, sondern dass man wirklich auf gleichem Niveau ist.